Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Yay! Immer noch auf der Suche nach einem Bären tauchte da mal plötzlich so ein Wiesent auf. Und viele Füchse und oh mein Gott, so viele Tiere sind mit mal hier, ist ja krass. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe nachgeschaut, was los ist. Ja, und zwar, die haben ja mit dem letzten Update die Stimmung angepasst. Die ist ja jetzt von minus 100 bis 100 und der grundsätzliche Startwert ist irgendwie bei 0% und diese 20%, die wir jetzt im Moment haben, sind die vorherigen ca. 60%. Also eigentlich, ja, ist es passend, aber natürlich macht es mich trotzdem ein bisschen traurig, dass die eben halt nicht besonders glücklich sind und ich hoffe, wir können noch irgendwas tun, dass sie glücklicher werden. Genau. Die Eisenpfeile mache ich mal wieder. Ihr Lieben, es ist so. Ich mag Medieval Dynasty sehr. Und es macht mir viel Spaß, das Spiel zu spielen. Aber es gibt so viele andere tolle Spiele und im Moment, muss ich sagen, bin ich mit Founders Fortune ein bisschen angefixt worden. Krass, wie viele Wiesent jetzt hier auf einmal sind, ne? Und genau, diese vielen Updates oder was, die jetzt immer wieder kommen, die überfordern mich so ein bisschen. Und ja, ich habe mir jetzt dann doch tatsächlich überlegt, ich möchte jetzt eigentlich gerne eine Medieval Dynasty Pause machen. Oh Gott. Genau. Und kommt der auch? Ach du Scheiße. Das war jetzt gar nicht geplant. Okay. Kommt der auch? Der andere? Nee, okay. Genau, es frustriert mich im Moment, dass ich den blöden Bären nicht finde. Ich meine, seit 3 Folgen, ja, quatsche ich euch zu, dass wir diesen blöden Bären finden wollen, ja. Wir laufen nur hin und her. Ich verdurste gerade und verhungere gerade und es ist mir nicht aufgefallen. Ja, es ist gerade so ein bisschen... Oh, weiß ich nicht. Ich könnte... Ich stelle es mir einfach gerade, ja... schöner vor, wie es ist und das nervt mich ein bisschen und wenn mich was nervt, dann muss ich davon einfach ein bisschen Abstand nehmen, ein kleines Päuschen einlegen und ja, dann irgendwann anders weitermachen. Also es ist schon so, Medieval Dynasty ist einfach total klasse. Ich finde es super schön und ich werde es definitiv wieder spielen. Ich werde aber mit dieser 20. Folge jetzt erstmal pausieren. Und ein anderes Let's Play starten. Und genau. Und sobald da noch so 1 oder 2 Updates gekommen sind, bin ich auch gerne wieder bereit, es mit euch zu teilen und zu zeigen. Und die Konkurrenz ist gerade auch einfach ganz, ganz extrem groß. Hust, hust. Was heißt Konkurrenz? Nein, alles gut. Es gibt ganz viele YouTuber, die dieses Spiel genauso sehr lieben wie ich und die es eben halt genauso mit so viel Leidenschaft spielen und da bin ich euch nicht, also ich sag hier, guckt es bei den anderen weiter, das ist, denke ich, im Moment die schönste Option, wie jetzt bei mir und von daher machen wir jetzt noch eine schöne Folge. Ich glaube, wir haben jetzt diese 3 Bären dabei, die wir jetzt wo abgeben? Bärenmünder. Warte mal, muss ich mal schnell schauen. So. Es war klar, dass wir da wieder hin müssen. Genau, und deswegen, bevor ich wirklich total frustriert bin und also noch mehr, wie ich es eh gerade schon so ein bisschen bin und ich das Spiel dann halt irgendwo in die Ecke pfeffer, weil mir das fände ich uncool. Sage ich lieber, mache ich eine Pause, spiele erstmal was anderes. Ja, und mit den nächsten 2, 3 Updates fangen wir wieder an mit einer 2. Staffel. Und dann bringen wir da ein bisschen frischen Wind rein und dann ist das, damit kann ich halt einfach gut leben. Ne? Und von daher machen wir das hier jetzt noch ganz entspannt, ein paar Minütchen zusammen spielen und dann freue ich mich auf ein neues Projekt und hoffe, dass ihr da auch reinschauen werdet. Und ja. So. Jetzt gehen wir hier hin, geben die Quest ab und dann steht der Bär auf der Straße. Passt mal auf, so wird's sein. Ist mir ja schon 2-mal passiert.
in anderen Spielbereichen, also ne, in anderen Speicherständen. Wo ist er denn jetzt? Hä? Ach so, ach, die steht hier oben. Hi. Na, du? Hier, bitteschön. Essen für dich. 60 Münzen und 20 Reputationspunkte. Uhu. Genau. So. Dann gehen wir jetzt hier mal die Straße entlang. Und gucken mal, ne? Und dann gehen wir mal zurück nach Fehlender Bogen. Ja gut, das können wir natürlich noch nicht machen. Das wäre die... Genau, das wäre die... das bei Inga. So. Aber da ist halt tatsächlich noch nicht wirklich den langen Bogen. Da müssten wir jetzt erst irgendwie ganz weit reisen. Und ja, genau. Ich habe ja gehört, es sollen Pferde kommen. Darauf freue ich mich. Das wird voll geil. Finde ich super. Finde ich schön. Freue ich mich. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, dass sie dann auch wirklich schön ausschauen. Das wäre toll. Toll, 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 toll. So. Und? Bärchen? Also wie gesagt, das letzte Mal stand hier einer auf der Straße, wie ich die Quest gemacht habe. Und eigentlich stand der dann auch hier. So. Aber gut. Er will heute einfach nicht. Naja. Ne? So. Wir gucken trotzdem nochmal ein bisschen. Ich kann es halt doch nicht sein lassen, ne? Okay. Ja. Ach, schön. Wie viel Gepäck haben wir denn eigentlich dabei? 23. Ein paar Steinchen könnten wir schon mitnehmen, ne? So. Ach ja. Interessant würde es natürlich auch werden, wenn man dann so nach 2-3 Updates... den Spielstand hier mitnimmt, ob der dann noch kompatibel ist. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Mal gucken, ob das dann klappt, ne? Müssen wir zwar immer noch den blöden Bären finden, aber vielleicht ist es dann auch leichter. Wer weiß. Mal gucken. Was hatten wir da? Ach, es waren wahrscheinlich nur, genau, Steine. Steine, Ahornzweige. Supi. Steinchen. So. Da irgendwas. Unten am Fluss sind immer ganz viele. Das Schöne ist natürlich der Winter, ne? Dann kann man richtig schön die ganzen Ressourcen suchen, sammeln. Die sieht man da immer so toll. Das ist dann immer gar kein Problem. Oh. Ja, cool wäre natürlich dann auch, wenn man so ein bisschen so ein paar Kisten freier bauen kann und bekommen kann. Das macht es, glaube ich, nochmal ein bisschen leichter. Damit man einfach ein bisschen mehr Lagerplatz hat. Wobei ich glaube, wenn man die Ressourcenlager ausbaut, dann hat man da schon ordentlich Platz. Aber so weit sind wir natürlich noch lange nicht, ne? So. Da ist unser kleines Dörfchen. Da schwimmen wir jetzt rüber, weil scheinbar ist das mit dem Wasser noch nicht so schlimm. Und von daher, ich meine, wir könnten natürlich auch darüber, aber warum? Hui, ab durchs Wasser, durchs kalte Wasser. Das erste Mal, wie ich hier ins Wasser gegangen bin, da hatte ich echt Angst, dass ich untergehe. Und das habe ich auch immer noch ein bisschen, hust, hust. Aber ich bin ganz froh, dass da nichts passiert. So, war natürlich klar, dass es jetzt dunkel wird. Okay, naja. Also ist dann auch bald der letzte Tag angebrochen und wir haben effektiv im Winter nichts gemacht, außer zwei Quests oder was, ne? Und haufenweise Tiere erledigt und haben trotzdem keine Punkte, um die Fertigkeit irgendwie voranzubringen. Das ist ziemlich deprimierend. Aber gut, so ist das eben halt manchmal, ne? Ja. Jo. Wie viel haben wir jetzt? Oh, 35,91. Okay, gut, dann müssen wir jetzt... Geht es so wirklich schneller? Eigentlich nicht, ne? Keine Ahnung. Okay. Dann schauen wir auch gleich nochmal, ob genug Brennholz da ist, ne? Wir haben ja einen fleißigen Holzfäller, der eigentlich in einer Näherei arbeiten möchte. Bei der Näherei habe ich tatsächlich überlegt, ob ich die neben das Häuschen hinstelle. Ich glaube, das kann man schon auch machen, ne? Das können wir eigentlich mal machen. So. Okay, ja, ein bisschen hält die Fackel noch, das ist ganz gut. So, okay, gut,
dann gucken wir mal. Also, Truhe öffnen und dann machen wir den Steinspeer jetzt mal rein. Das brauchen wir jetzt hier im Dorf nicht unbedingt, ne? Die Pfeile machen wir da rein. Brennholz ist noch ein bisschen was. Aber guck mal, krass, ne? Wir haben, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge haben wir 48 Brennholz gemacht, ne? Weiß nicht, ob das am Strohdach liegt, dass es deswegen halt so, ja, so schnell runtergeht, aber ich finde es schon heftig, ne? So, den Flachs wollten wir auf jeden Fall und dann müssten wir 38, das ist gut. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir? 10? Ich weiß gar nicht, Quatsch. Näherei braucht 8. Okay, dann können wir, pass mal auf, dann machen wir hier noch einmal Brennholz, nee, noch zweimal Brennholz. Das brauchen sie ja sowieso ohne Ende, wie scheint. So, dann schmeißen wir das Brennholz hier nämlich gleich wieder mit rein. So, genau. Und dann sind wir nicht mehr ganz so viel überladen. Dann essen wir einfach mal noch das gebratene Fleisch. Dann sind wir auch da wieder ein kleines bisschen fitter. Ja, kochen wird, wäre schon gut, ne? schmeißen das Fleisch dann hier rein. Und brauchen wir viel Fleisch, ne? Krass. Echt Wahnsinn. Und die Äpfel haben jetzt, die sehen irgendwie so anders aus. Cool. Schön, schön, schön. Die essen wir jetzt dann gleich. Genau, den Flachs wollten wir dann dreschen. Aber zuerst stellen wir jetzt dann mal hier die Näherei hin. Nee, nicht Landwirtschaft, das ist ja Quatsch. Crafting, Näherei. Genau, die ist ja noch nicht so groß. Und von daher, jetzt ist die Überlegung, ich hoffe, dass hier dann auch der Eingang ist, ne? Wäre natürlich blöd, wenn ich, ich muss die Fackel weg. Sorry, Leute, die Fackel muss mal kurz weg. Okay, gut. Ach, das war so klar, dass das so ist, ne? Das gefällt mir dann nicht, ne? Das geht nicht. Das geht nicht, das will ich nicht. Ja, blöd. Weiß gar nicht, wir haben jetzt wahrscheinlich nichts zurückbekommen, ne? Wir gucken. Nee, Tatsache ist alles Holz weg, ne? Also das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Ich hätte vorher abspeichern sollen. Ah, Scheibenkleister, das ärgert mich jetzt richtig. Oh, Entschuldigung. Das ist jetzt natürlich richtig blöd, aber ich, ja, fand es jetzt halt anders. Also hat mir jetzt einfach nicht getaugt, ne? So, Crafting nochmal. So. Und tatsächlich müssen wir die so hinmachen, ne? So. Und dann machen wir das ein bisschen Abstand. So. Ich hoffe, das passt wirklich, ne? Dann mal, wir gucken mal. Ja, doch, so müsste es eigentlich gehen. Bisschen. So. Genau, ja. Das gefällt mir besser. Gut. Okay, wir brauchen Stroh, Stöcker und Rundhölzer. Na, das kriegen wir doch hin, ne? Das machen wir auf jeden Fall noch fertig. So, Stroh. Naja, gut, so viel brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Stöcker. Da weiß ich nicht, wie viele. So, jetzt machen wir erstmal das da. Und dann holen wir uns die Rundhölzer noch und dann... So, zack, zack. Bau dich mal fertig. Genau. Ah ja, genau, wir haben kein Rundholz, deswegen geht das natürlich nicht weiter. Aber dann haben auch wir hier eine wunderschöne Näherei. Und dann müsste eigentlich sogar noch ein Slot für ein Haus frei sein. Oh, wir haben keinen Hammer. Und natürlich haben wir noch keine neuen hergestellt. Das war jetzt ja so fast ein bisschen klar. Also wir nehmen mal die ganzen Steine hier mit, die hier gerade so wunderschön rumliegen. Es ist voll heftig, weil in den anderen Jahreszeiten sieht man die halt einfach nicht wirklich, ne? Und jetzt, ja krass, einfach mal ganz galant 11 Steine aufgesammelt, ohne Probleme. Das müsste eigentlich gehen. Und jetzt bauen wir uns, ach, wir haben uns viele Stöcke. Ein paar Stöckchen. So. Und einen neuen Hammer bauen. Das wird kurz dunkel. So, genau. Und dann
Ja, ist doch hübsch, ne? Dann kann der dann in der Näherei arbeiten und der andere müsste man wahrscheinlich tauschen. Muss man dann mal gucken, wie ich es am besten mache. Ich hoffe ja, dass sie nur ganz kurz unglücklich sind. Ja, weil wenn die ganz kurz obdachlos sind, aber eigentlich sollte es jetzt nicht so dramatisch sein. Hoffen wir einfach mal. So, zack. Genau, da noch das Strohdach. Tja. Oh, es ist bei euch eigentlich auch so wahnsinnig kalt. Man ist total durchgefrostet. Hier ist richtig kühl unten. Also hier in Bayern. So. Ein Rundholz noch, dann haben wir die Näherei. Den hätte ich auch gleich noch mitnehmen können, ne? Menschenskinder, jetzt muss ich hier doppelt und dreifach laufen. Also ich nicht, der Amarasi mir. Aber gut. So. Aber die Näherei ist fertig. Und zack. Yay. So. Schön. Achso, vielleicht kann ich den noch wegmachen. Seht ihr? Oh, herrlich. Und das würde ich eigentlich auch gern wegmachen. Und dann unsere kleine Siedlung. Ach, schön. Sieht toll aus. Finde ich gut. Sehr, sehr schick. Wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Weg. Gibt keinen Mond. Eigentlich müsste er da irgendwo sein, aber den sieht man nicht. Okay. Gucken wir mal. Ist hier, oh, hier ist gar keiner. Okay. Ihr habt nicht so wirklich Lust, hier zu sein. Naja, dann. Ich habe doch einen von ihnen eingeteilt. Hat der zufällig? Nee. Muss ich das dann vielleicht erst noch machen mit dem Dünger und so? Hm. Keine Ahnung. Aber wir dreschen jetzt mal hier den Flachs. Geht ja Gott sei Dank relativ fix. Und dann haben wir schon mal die nächsten Flachssamen für nächstes Jahr und so, ne? Wenn wir dann weiterspielen, dann sind wir schon mal ein bisschen besser vorbereitet. So, sollen wir uns noch mal auf die Suche nach dem Bären machen? Ja, ich habe auch noch nicht so viel Lust, aber wieso? Nee, das ist eigentlich keine Straße, ne? Hier ist eine Straße. Also noch nicht, aber hier ist der Eingang. Und dann möchte ich jetzt eigentlich gerne hier die Straße hinmachen. Cool. Was brauchen die Laternen? Das würde mich jetzt interessieren. Okay, Steine, Leinenfaden. Okay, Leinengewebe. Laterne, Rundhölzer, Leder, Stöcker, Wollfäden. Wow. Nicht schlecht. Brauchst halt schon ein bisschen was, ne? Das ist schon nicht wenig. Hier ist Rundhölzer, okay. Boah, 10 Rundhölzer für einen Tisch. Okay, ist schon viel, finde ich. Ist schon echt viel. Okay, krass. Also da braucht man wahrscheinlich wirklich so einige Holzsammler, damit das was wird. Das ist schon krass. Okay, Steinchen sammeln haben wir gesagt, ne? Und wir haben schon wieder Durst. Dann lasst uns mal nochmal was trinken. So. Zack. 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 Yay. Genau. Ja. Genau. Tja. No, so ist das. Manchmal muss es eben sein, dass man für ein anderes Spiel ein bisschen Platz macht. Bisschen doof ist schon, aber ja, wenn ich könnte, würde ich viel mehr spielen, aber es geht nicht und das ist auch in Ordnung. Ich bin leidenschaftliche Mami und von daher, ich bin froh, dass ich abends inzwischen die Zeit habe, um so viel aufnehmen zu können und dass ich da Unterstützung habe von meinem Mann, der auf den Kleinen dann abends aufpasst, aber mehr geht halt einfach noch nicht. Vielleicht, wenn er dann irgendwann in der Krippe ist, vielleicht geht das dann. Aber das muss man sehen, wenn es soweit ist. So, das ist komischer Brokkoli. Nein, das ist eigentlich Gras oder so. Seltsam. Naja, okay. So, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich so sehr, dass
es trotzdem geschaut wurde und dass ihr euch die Zeit genommen habt und ihr hoffentlich nicht allzu traurig seid. Es gibt genug Alternativen, wo man wunderbar Medieval Dynasty gucken kann. Und ja, genau. Es wird irgendwann eine zweite Staffel geben. Oder vielleicht hier die Fortsetzung der ersten Staffel. Das muss man dann mal gucken, auch was die Updates so hergeben. Und genau, jetzt freut euch einfach mal auf neue Projekte. Ein neues Projekt soll jetzt am Dienstag starten. Ich verrate noch nicht welches. Haha, Cliffhanger, hus hus. aber es ist ein tolles Spiel. Und genau, ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr das findet. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal alles Gute. Ich hoffe, ihr seid wunderbar in die Adventszeit reingegangen und ja, bleibt gesund. Und ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge von einem der vielen, vielen Folgen, die schon auf meinem Kanal sind. Also, bis dann. Ciao, ciao.